Servus Leute, ich bin Tobi Scheidegg, bin 18 Jahre alt und wir fahren heute auf die Autobahn. Und ich denke, dass ich, also ich bin nicht nervös, ich bin schon oft Autobahn gefahren, obwohl es jetzt eigentlich theoretisch meine zweite Autobahnfahrt ist. Ich habe die Vorklasse A1, deswegen ich bin das schon ein bisschen gewöhnt und ja, starten mal rein. Kannst du mir dann am Schluss sagen, ob du dich wohlgefühlt hast? Fahrkomfort. Ja, genau. Bisher ist alles easy. Passt. Und so weiter. Hast noch keinen Blitzstart hingelegt, ne? Nee, stimmt. Heute noch nicht. Kickdown. Wenn du die rechte Spur wechselst, solltest du auch Spiegel benutzen, blinken. Ja, auch wieder nach links. Dann nach rechts ebenso, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Vernünftig schnell auf uns zukommen, ne? Dann nehmen wir das Tempo raus. Okay. Schaust, dass du rechts einen schönen Abstand hinbekommst, 1 Meter. Schaust links in den Spiegel, dass wir fast auf der Linie fahren. Das Auto steht ein bisschen weiter raus, solltest du auch ein bisschen drauf reagieren. Ende der Straße links abbiegen. Schauen wir mal, ob du das besser machst als beim letzten Mal. Kannst du dich erinnern an die Kreuzung? Mhm. Dann wollen wir Richtung Autobahn weiterfahren. Die Zugfahrt? Ja, ganz entspannt. Ja? Der Zug hat sich ein bisschen verspätet, aber das ist mal gewohnt. Macht der nächste Fahrlehrer, verspätet sich auch. Hat jetzt auch nichts gemacht, ich war eh schon um 8:30 Uhr da. Ja? Mhm.
der nächste Zug wäre erst um 9.36 Uhr da gewesen. Hm? So in den Berg. Hättest du mir was sagen können, hätte ich auch früher kommen können? Wie früher kommen? Ja, wenn du weißt, es geht kein Zug um die Zeit, wo wir vereinbart haben. Fragen, ob ich früher kommen kann. Okay. Wenn es geht, mache ich das dann. Ja, alles gut, ich habe Frühstück bei mir dort. Sehr ausgehoben. So, schauen wir mal, dass wir in die rechte Spur wechseln können. Ausgewogen gefrühstückt. Pommes? Nee, das gibt es zum Frühstück nicht bei mir dort. Da gibt es bloß so Muffins und hier so Rührei und so. Hast du die Fenster aufgemacht, damit wir die Musik besser hören? Bei einem Grad. Schauen wir an, immer so gesund aus. Der ist oft in den Bordstein gesetzt. So, wir fahren nach rechts. Versuchen wir mal die ganz rechte Spur zu verwenden, wenn es möglich ist. Die 70 auch fahren, wenn sie erlaubt sind.
ganz gut hin mit dem Gas geben jetzt. Du bist schon dran gewöhnt, ne? An die Bedieneinrichtung. Das dauert nicht lang. Ich finde das Auto nicht mal so schlecht. Wie gesagt, es lässt sich einfach vorne eingehen. Sieht nicht schön aus, aber lässt sich gut fahren. Jawohl, fahren muss es. So. Wir fahren dann Richtung Fürth auf die Autobahn. Fürth ist dann wahrscheinlich die erste Einfahrt, nicht die zweite. Ja, genau. Machen wir es erstmal einfach. Die Auffahrt nach München wäre etwas komplizierter. Beschleunigen, mindestens 80 km/h fahren. Von Anfang an links blinken. Beschleunigungsstreifen kann man vielleicht noch ein bisschen länger ausnutzen. Fahren wir gleich die nächste Ausfahrt wieder raus. Die nächste gleich. So, 300 Meter blinken. 100 Meter nochmal Spiegel kontrollieren. Zur Seite schauen. Seitenblick machen. Fahren wir oben nach links weiter. Es geht gleich nochmal links auf die Autobahn. Mal gucken, wo die Auffahrt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die rechts oder links ist. Autobahn Richtung München wollen wir fahren, ne? Wieder abbiegen. Bei der GoPro alles. Ja, wo fängt die hin? Keine Ahnung. Kann ich nicht sehen. Okay. Jetzt mal ganz okay.
nicht so ganz, ne? Erstens haben wir den Abstand zu kurz. Blinke, was war mit Blinke? Der war noch. Blinke war noch. Ja? Ja. Das ist relativ schnell wieder ausgemacht, okay. Aber Abstand, wie viel Abstand brauchen wir denn, wenn wir reinfahren? Haben wir doch. Ja. Das ist eine Pfostenlänge in 50 Metern, ne? Und 100 Fürst. Richtung München, Leute. Schauen auf dem Video. Fahren wir dann Richtung München weiter, ja?
Da würde ich schon ein bisschen früher einschalten, ne? Nicht erst, wenn du schon eine Weile auf dem Beschleunigungsstreifen fährst, sondern von Anfang an. Gebot einhalten. Rechte Spur aufsuchen. Jetzt die Rettungsgasse freihalten. Linke Spur. Also die auf der mittleren müssen nach rechts und auf der linken müssen nach links fahren. Mhm.